Heute gibt's was auf die Ohren. Wir hören uns das neue Maßsystem von Monitor Audio an. Ein 5.1 System in der Preisregion unter 1000 Euro. Ja, mit den Lautsprechern, das ist ja immer so eine Sache. Wenn die ins Wohnzimmer sollen, dann soll so ein Lautsprecher, ja, ist ja ein Möbelstück, möglichst dezent im Wohnraum sein. Oft werden große Lautsprecher gar nicht akzeptiert und ja, kleine, schicke Lautsprecher zu finden, das ist schon ganz schwierig. Aber wenn man jetzt noch kleine Lautsprecher sucht, die schick sind und auch noch gut klingen, dann wird die Luft schon ganz, ganz dünn. Das grenzt dann schon fast an der Unmöglichkeit. Aber wir haben heute ein ganz besonderes System bei uns im YouTube-Studio, im Test. Das neue Maßsystem von Monitor Audio. Und hierbei handelt es sich um ein 5.1 System mit 5 kleinen kompakten Satelliten und einem aktiven 8 Zoll Subwoofer. Und die können sich durchaus sehen lassen. Gibt es also in 2 Farbvarianten. Einmal hier in Weiß-Grau. Ja, und das Grau ist hier sehr vorteilhaft, denn es sieht nicht nur schick aus, sondern das ist auch ziemlich schmutzresistent. Und dann gibt es noch hier die dunkle Variante, die hier ebenfalls in diesem edlen Stoff daherkommt, in dunkelblau-schwarz. Passend dazu ist natürlich dann auch der Subwoofer gefärbt. Ja, und diese Lautsprecher, die sehen, wie gesagt, nicht nur schick aus, sondern die klingen auch richtig gut und das ist der Technik geschuldet. Monitor Audio ist ja bekanntermaßen ein Lautsprecherhersteller, der wirklich herausragende Lautsprecher baut. Und diese Technik aus dem Hause Monitor Audio steckt natürlich auch hier drin. Denn diese kleinen Satelliten, und das ist hier wirklich eine Besonderheit, sind echte Zwei-Wege-Lautsprecher. Hier ist also ein 89 mm Tieftöner drin und ein 19 mm Softdown-Hochtöner in einem geschlossenen Lautsprechergehäuse. Also das ist hier schon richtig aufwendige Technik. Wir können uns mal den Satelliten hier genauer ansehen. Rückseitig sehen wir eine Gewindeaufnahme. Hier kann man dann auch einen Wandhalter oder auch den Standfuß befestigen, den Bodenständer. Und diese Rückseite, diese Kappe, die kann man abnehmen. Braucht man ein bisschen Kraft. So funktioniert das. Und hier hinter verbergen sich dann die Anschlussterminals. Hier super hochwertig schraubbare Anschlussterminals. Hier wird dann also das Kabel eingeführt und dann kommt die Blende wieder drauf. Man sieht, hier unten ist auch ein kleiner Kabelauslass. Und dann kann man den hier schön dezent in sein Regal, in die Wohnwand stellen oder auf das Sideboard stellen. Also das macht hier richtig was her. Der Subwoofer, das ist ein 8 Zoll Subwoofer. Können wir mal hier vorne die Abdeckung runternehmen. Der ist hier richtig schön hart aufgehängt. Ja, und ich drehe ihn mal um. Denn das ist hier schon auch was ganz Besonderes. Denn das ist jetzt nicht hier so ein dedizierter Subwoofer, der jetzt extra irgendwie, wie soll ich sagen, ganz abgespeckt für irgendeine Serie konzipiert wurde, sondern das ist hier ein richtig vollwertiger Subwoofer. Also aktiv mit einer Leistung von, ich meine, 120 Watt Digital-Endstufe. Und ja, man kann hier hinten schon sehen, da kann man hier auch jede Menge einstellen. Wir haben einen echten LFE-Eingang, das ist also schön. Hier wird die Crossover-Frequenz, das Bassmanagement quasi vom AV-Receiver übernommen, also im Heimkinosystem unbedingt hier anschließen. Man hat aber auch noch Stereo-Eingänge. Wenn ich jetzt also mit einem Stereo-Verstärker zum Beispiel arbeite, oder ich habe keinen LFE-Ausgang, keinen Subwoofer-Ausgang, dann kann ich eben diese Inputs auch verwenden. Ein Trigger-Eingang, so kann ich den mit meinem System koppeln und sicherstellen, dass der Subwoofer auch angeht, wenn der Verstärker angeht, der Receiver angeht. Das würde dann in dem Fall automatisch passieren. Ich kann hier die Lautstärke regulieren und ich kann hier auch die Crossover-Frequenz regulieren und kann ihn natürlich hier auch auf Auto oder On stellen. Auto bedeutet, da wird der sensitive Eingang aktiviert, liegt ein Signal an, geht der Subwoofer an, liegt kein Signal mehr an, geht der Subwoofer aus. Die Phase kann ich hier sogar auch noch einstellen, 180 Grad oder 0 Grad. Und hier rechts befindet sich ja ein interessanter Regler, das ist nämlich der Equalizer. Da haben wir 3 Werte, einmal Impact, Music und Movie. Und das ist hier auch eine Besonderheit, denn der Impact-Regler, der
sorgt für eine 3 dB Schalldruckanhebung und geht dann bis 40 Hertz runter. In der Music-Stellung, da haben wir 2 dB weniger und da geht er bis 30 Hertz sogar runter, der Subwoofer. Und in der Movie-Einstellung, das ist also so die, die lineare Einstellung ohne Anhebung oder Absenkung im Schalldruck. Und hier geht er bis 35 Hertz runter. Also ein richtig vollwertiger Subwoofer, der perfekt gematcht ist auf diese Satelliten. Die Anmutung, die Haptik bei diesen Lautsprechern, die ist tatsächlich hier wirklich sehr, sehr hochwertig. Man hat einen Lautsprecher mit richtig Gewicht, also der ist schon ziemlich schwer. Das Gehäuse ist auch jetzt nicht irgendwie so ein billiges Plastik, sondern das ist hier ein hochwertiger Metall-Kunststoffverbund. Und ja, das macht hier richtig was her, wenn man den mal hier in der Hand hat. Diese Lautsprecher stehen natürlich nicht immer auf einem Sideboard oder in einem Regal. Die müssen ja hin und wieder auch mal an die Wand, an die Decke geschraubt werden oder sogar mit einem Standfuß auf dem Boden stehen. Und dafür hat Monitor Audio natürlich auch das entsprechende Zubehör. Rückseitig sieht man ja hier dieses Aufnahmegewinde und dann kann man jetzt eben hier arbeiten mit zum Beispiel diesen, mit den Wandhaltern von Monitor Audio. Ja? Wandhalter und Deckenhalter, das möchte ich mal kurz zeigen, das ist nämlich eine ziemlich coole Sache. Man hat im Prinzip dieses Stück, was an die Wand kommt, ja? Das ist alles, was man dann später auch an der Wand sieht, gibt es in Schwarz, Weiß und Silber, das ist jetzt hier die silberne Variante. Es wird dann hier aufgeschraubt. Dann, wir nehmen jetzt mal die Wandvariante. Der kurze Pin ist also für die Wand, der lange für die Decke. Wird man auch gleich noch sehen, warum. Dann hat man also hier seine Kugel. Dann schraubt man das Ganze hier hinten ein. Ja, fixiert dann hier noch diese Mutter. Dieses Gegenstück kommt an die Wand. Ja. Und dann wird der Lautsprecher nur noch, so, ich hoffe, man kann das ja einigermaßen sehen und verstehen, nur noch hier, also der Halter wird hier an dieser Stelle angezogen. Das geht eigentlich sehr gut mit der Hand. Das ist hier so ein richtig schönes, raues, griffiges Material. Kann man eigentlich immer mit der Hand machen. Wenn man es ein bisschen fester haben möchte, dann kann man natürlich hier auch mit einem Maulschlüssel rangehen und hier nochmal entsprechend anziehen. Allerdings hier, wie immer bei solchen Sachen, mit Vorsicht arbeiten. Also das funktioniert total leicht. Man kann natürlich dann über dieses Kugelgelenk den Lautsprecher auch in die richtige Richtung neigen, so wie man das möchte. Und für die Deckenmontage bräuchte man ja jetzt eben den Winkel und der wird eben auch mitgeliefert. Da könnte man den Lautsprecher dann entsprechend, ich hoffe, man versteht es hier, auch an die Decke schrauben mit diesem Teil. Das ist also möglich. Wer den Lautsprecher stellen möchte, für den gibt es auch eine Lösung. Hier gibt es die passenden Stands, die passenden Standfüße zum Lautsprecher. Die gibt es auch in Schwarz und in Weiß optional. Und diese haben sogar eine integrierte Kabelführung. Das heißt, das Lautsprecherkabel wird von unten eingeführt, läuft dann eben in diesem Stand und dieser wiederum wird an der gleichen Stelle mit einer Schraube befestigt. Und dann hat man hier wirklich eine schöne, galante, dezente Lösung und das sieht auch im Praxisbetrieb, wir werden es dann gleich auch noch sehen, weil wir das auch hier so aufbauen werden. Sieht richtig schick aus, macht richtig was her. Irgendetwas aus meiner Vergangenheit ist der Schlüssel zu all dem. Weißt du, wie man das Ding fliegt? Werden wir sehen. Das war eine Ja- oder Nein-Frage. Ja. Möchtest du wissen, was du wirklich bist? Also, das Maßsystem hier von Monitor Audio, das macht richtig, richtig Spaß, richtig Laune im Wohnzimmer, im Heimkino. Klanglich sind sie ja eigentlich recht warm vom Klangcharakter. Es ist also kein analytischer, scharfer Lautsprecher und das macht sie auch, wie soll ich sagen, besonders kompatibel mit Wohnzimmern, die sehr puristisch eingerichtet sind, sprich
raumhohe Fenster, harte Fußböden, Ledersofa, wenig Krusch und Schnickschnack im Raum. Die vertragen nämlich keine scharfen Töne. Dann wird es nämlich sehr unangenehm, wenn man die Musik oder den Film hier etwas lauter macht. Das ist hier bei den Mars überhaupt nicht der Fall. Man hat diese Präzision, diese Auflösung in den Höhen, aber ja, der Klang bleibt einfach sehr warm und soft und wird nicht hart und unangenehm. Das ist hier besonders positiv zu erwähnen. Man kann auch sehr hohe Lautstärken fahren, vielleicht hat man es jetzt auch gerade gehört. Man kann also hier richtig Stoff geben, richtig Gas geben. Die sind ziemlich pegelfest. Klar, man sollte im Vorfeld immer mit so einem AV-Receiver eine Einmessung machen, denn es ist wichtig, dass man diese Lautsprecher richtig trennt. Trennt in dem Sinn, dass man ja bestimmte Bereiche, also den Bass, den soll ja der Subwoofer übernehmen und eben erst ab, ich sag mal so 160 Hertz, da würde ich trennen, ab 160 Hertz die Frequenzen aufwärts, die sollten diese Mars-Lautsprecher dann bewältigen, die das mit ihrem Zwei-Wege-System wirklich mit Bravour machen, aber vielleicht hier noch an der Stelle ein kleiner Hinweis, nicht zu tief trennen, also nicht mit 80 Hertz, denn dann kommen einfach die Tieftöner schneller an die Grenzen. Wir haben das mit 160 Hertz, funktioniert sagenhaft gut, macht richtig Spaß. Für eine Stärkerleistung würden wir empfehlen, ja, ca. 60 Watt pro Kanal. Ja, also die dürfen ruhig ein bisschen Power vertragen, die Lautsprecher, und dann geht es hier richtig gut. Noch zur Sprachwiedergabe, da möchte ich auch was dazu sagen, denn typischerweise sind diese so kleine Satelliten etwas hohl, etwas dünn in der Sprachwiedergabe. Also gerade der Center-Lautsprecher, das ist ja ein ganz essentieller Lautsprecher, 80% der Dialoge passieren in der Mitte aus dem Center-Lautsprecher, deswegen sind die auch in der Regel ziemlich groß. Und klar, wir dürfen jetzt auch nicht so einen kompakten Lautsprecher mit einem 2000 Euro High-End Center-Lautsprecher vergleichen, da sind natürlich noch Unterschiede da. Aber dieser kleine Mars, war ich in der falschen Serie unterwegs, dieser kleine Mars-Lautsprecher, der bringt hier ein Volumen durch dieses echte Zwei-Wege-System, eine Klarheit, eine präzise Sprachwiedergabe, wie man das eigentlich von so einem kompakten System gar nicht erwarten darf. Also, ich muss echt sagen, ich war schon ziemlich überrascht im Surround-Betrieb, was so ein preiswertes System hier alles doch auf dem Kasten haben kann. Aber in Stereo, muss ich sagen, haut es mich um. Wir haben hier so eine klare Abbildung. Der Klang, der löst sich wirklich fantastisch von den Lautsprechern. Und wie soll ich sagen, diese Wärme und Präzision, das ist das, was sofort auffällt bei diesem Lautsprecher. Also, macht richtig viel Spaß und ist perfekt gematcht zu dem Subwoofer. Und was natürlich immer schön ist mit so einem Satellitensystem, man kann den Subwoofer ja separat einstellen. Also ich kann nach meinem Gusto den Bass justieren und kann somit auch in niedrigen Lautstärken eine ganz tolle Dynamik haben. Und der Bass, und das hatte ich vorher gar nicht so richtig erwähnt im Surround-Test, der Subwoofer ist der Wahnsinn. Das ist halt ein richtiger Subwoofer mit einem eigenen LFE-Kanal für Filmbetrieb, der fantastisch auch harmoniert im Stereobetrieb, zum Musikhören mit diesen Lautsprechern, der für ordentlich Druck sorgt, aber noch die nötige Präzision mitbringt. 8 Zoll Subwoofer, also für, ich sage jetzt mal, für Räume bis 35 Quadratmeter dürfte das also überhaupt kein Thema sein, da richtig Spaß mit so einem System zu haben. Also klanglich, muss ich sagen, sehr beeindruckend, sollte man sich unbedingt mal anhören. Tja, wer hätte es gedacht? Für unter 1000 Euro kriegt man tatsächlich mit dem Monitor Audio Mars System ja ein 5.1 Satellitensystem, das einfach verdammt gut klingt, egal ob fürs Heimkino, fürs Gaming oder sogar zum Stereo-Musik hören, dank dieser tollen Zwei-Wege-Bestückung in den Satelliten und diesem kraftvollen 8 Zoll Aktivbass mit echtem LFE-Eingang, hat man hier ein richtiges Erlebnis, eine tolle Atmosphäre, einfach einen Spitzenklang in seinem Wohnraum, in seinem Heimkino. Kombiniert mit der tollen modernen Optik kann sich der Lautsprecher auch richtig im Wohnzimmer sehen lassen. Zwei Varianten gibt es, einmal diese grau-weiße und dann eben hier noch diese dunkelblau-schwarze. Passend dazu
damit so ein Lautsprecher auch mal an der Wand hängen kann, gibt es entsprechend die Halter von Monitor Audio in drei Farben, Silber, Schwarz und Weiß. Und wer möchte, kann die auch hier auf so schicke Ständer stellen, die übrigens auch über eine integrierte Kabelführung verfügen. Das Maßsystem gibt es natürlich bei uns bei Heimkinoraum. Kommt also gerne mal vorbei, macht euch selber einen Eindruck, verschafft euch selber einen Eindruck, hört mal rein, vergleicht auch gerne mit anderen Lautsprechern oder bestellt sie direkt online unter unten stehendem Link. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken, bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal und nicht vergessen, wenn ihr informiert werden wollt, wenn unser nächstes Video online geht, dann auch unbedingt hier unten die Glocke aktivieren. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.